Hi, und Sarah war gestern Fettshoppen bei Ikea. Ja. Es gibt eine lange Einkaufsliste. Genau, und ich bin ein totaler Deko-Shopper. Also ich habe echt tolle Weihnachtssachen gekauft und da gibt es so cooles Zeug. Das muss ich euch jetzt zeigen, weil es so toll ist. Ja. Ich lasse mich heute inspirieren. Also ich bin da auch ein bisschen kitschig angehaucht, muss ich zugeben. Ich bin ja ein Freak von diesen Kerzen. Die gibt es ja bei Ikea immer im Kostüm. Madame? Das ist, glaube ich, riecht wie Lebkuchen. Mhm. Heißt Wintermüs oder Mies. Und das 4 Euro. Ja gut, das heißt auch Wintermüs. Nee, 2,50. Das heißt auch Wintermüs. Das riecht gar nicht so gut, finde ich. Es riecht ein bisschen beerig. Aber da finde ich es so schön, dass es in einem roten Glas ist und flackert, ist es schön rötlich. Mhm. Ja, das und das besser. Riecht halt richtig geil, also lebkuchenmäßig. An diesen voll geil. 4 Euro? 2,50 pro Stück. 2,50 nur. Und die habe ich ganz oft, die habe ich auch in Orange und so mal gekauft, im Herbst und jetzt eben für Weihnachten in Rot und in Weiß. So wie wir heute. Genau, stimmt. wir haben gesagt, wir wollen diesmal einen Weihnachtsbaum. Das erste Mal, oder nicht? Jetzt wollte ich gestern so einen Plastikbaum kaufen für 30 Euro, aber er möchte einen echten. Das erinnert mich an daheim. Wir haben zu Hause Strohsterne und so ein Zeug an unserem Baum hängen. Mm. Und deswegen mochte ich das gestern so gern. Und ich habe die jetzt schon so ein bisschen in meiner Lichterkette, die hier einmal im Kreis hängt, aufgehängt. Das sind einfach so Strohsachen, zum Beispiel eben so ein Stern und Engel und ein Herz. Also ich hänge es nicht alle an den Baum, ne? Aber so ein paar, vielleicht so 4, 5 Stück. Ja, ist das schon süß. Ich finde die auch irgendwie süß. Teuer? Weiß nicht. Naja, die waren nicht so teuer. Oh Gott, der Kassenzettel versteht man überhaupt nicht. Ich verstehe auch nie den Ikea-Kassenzettel. und dann haben wir noch was Witziges gehabt, das wollte mein Freund unbedingt. Das waren so 10 Männchen, die hängt man auch an den Baum. Ich habe die jetzt schon hier an unsere Palme gehängt, siehst du das? Ja, die bestehen ja nur aus Bart. Ja, ich fand die total witzig und er wollte sie unbedingt haben. Und dann dachte ich, die kaufen wir. Und ich fand die echt süß. Beißen sich ein bisschen mit unseren Weihnachtskugeln, die nicht von Ikea sind, sondern vom Müllermarkt. Die sind echt schön. Die haben mir auch gut gefallen, weil rot fand ich irgendwie so... Ein bisschen wenig, oder? Ich glaube, 2 Packen. Ah, okay. Genau. Und so groß wird unser Baum jetzt eh nicht. Ja. Außerdem kommen ja noch die Strohsterne dran. Das stimmt. Und ein Bild von mir. Natürlich. Dann hat mein Kumpel und Arbeitskollege Sascha gesagt, er liebt ja diese Schokoladenkerzen von Ikea. Mhm. Und dann war er vorgestern da und hat die nicht gefunden. Ich habe die gestern gefunden. Ja. Dann habe ich ihm eine Packung gekauft und mir eine Packung. Und die sind echt gut. Mhm. Die riechen so voll nach Schokolade. Also jetzt eigentlich gar nicht so weihnachtlich, sondern eher so schokoladig halt. Krieg direkt Hunger. Was ich nur so blöd finde an den Ikea-Kerzen, wenn die an sind, riechen die nicht mehr so gerichtet. Die sind geil, schön. Gell? Die sind also so aus Wolle oder so. Ja. Eine Kerze. Und ich mochte immer früher diese, die rosane, die hat auch so ein Muster. Und die habe ich mir jetzt auch nochmal in rosa gekauft, aber in rot ist natürlich sehr weihnachtlich. Mhm. Aber es passt auch gut zusammen. Obwohl, nee, nicht so. Nicht so. Es ist eh so schwierig, wir haben in der Wohnung eher rosa dekoriert und jetzt plötzlich hole ich alles in rot. Wir arbeiten ja zusammen, wie ihr schon wisst, und unser Tisch ist immer so kahl. Und deswegen habe ich mir jetzt 2 Blümchen geholt. Geil. Weil ich das irgendwie schöner finde. Ja. Ich glaube, ich brauche irgendwas Blümliges. Problem ist, auf meinem Tisch passt nichts hin, weil überall Müll steht. Ich habe halt viel zu tun, da sind überall Zettel. Ach komm, das habe ich ja schon länger, das ist mein Sommerblümchen aus Plastik. Mit meinem Vogelhäuschen. Und dann habe ich gestern die roten gesehen, die fand ich irgendwie geil. Mhm. Ein paar beißen sich ein bisschen, aber das macht nichts. Geht. Ich fand die irgendwie cool. Gerade wenn ich jetzt so ein bisschen rot dekoriere, passt das doch, ne? Dann wollen wir uns einen Adventskranz basteln. Und ich weiß nicht, warum ich die gekauft habe, weil eigentlich sind die dumm. Warum? Weil das 5 Stück sind und die passen ja nicht auf einen Adventskranz, weil die mal dick und mal dünn sind. Naja, die waren nicht so teuer, wir haben das mal mitgenommen. Aber wenn du selbst bastelst, geht's ja. Ja, also wir haben schon 4 Adventskerzen da hinten, aber ach, ich weiß noch nicht. Naja, jetzt haben wir sie mal. Rote Kerzen kann man immer gebrauchen. Stimmt's? Habe ich nicht zu Hause, aber stimmt. So, mein letzter Gegenstand ist nicht von Ikea, sondern von Depot. Das ist eine Eule. Oh Gott, ich habe ihn überfusselt, der ist mich gerade umgefallen. Ein Eulenglas mit. Eulen. Weihnachtseulenglas. Genau, mit Eulen in Weihnachtsanzügen, mit Geschenken. Süß. Toll, oder? Ja. Ich trinke da schon immer raus. Mm. Schmeckt gleich viel besser.
Achso, ich bin noch gar nicht fertig. Da steht ja noch was. Gib mir mal das da. Ja. Das ist mein altes Kissen, beziehungsweise das ist von meinem Freund. Und ich wollte eigentlich euch nur sagen, dass ich einen Vorhang jetzt auch mit diesem Muster gekauft habe. Der ist nur leider gerade in der Wäsche. Fürs Schlafzimmer? Ja, genau. Weil ich finde, dass unser Vorhang so dünn ist und der zieht immer so rein. Und der passt jetzt halt voll. Der beißt sich natürlich mit jeder anderen Bettwäsche, aber mit der nicht. Und die haben wir zweimal. Einmal in so Flausch und einmal im Sommer. Schön. Gell? Wow. Und das ist mein neues Kissen. Ich hasse es. Das hat 15... Nee, Quatsch. Oh, scheiße, wie teuer war das. Doch, 15 Euro gekostet. Und da liegt man drauf. Und das ist irgendwie unbequem und störrisch. Aber warum hast du dann gekauft? Ja, weil ich immer Rückenschmerzen habe. Ich bin jetzt noch ist Rückenschmerzen. Das gut für deinen Rücken? Ja, ich glaube schon. Aber gestern habe ich es dann irgendwann nachts vor Wut weggeschmissen und mir mein altes Kissen genommen. Muss man da nicht noch was drauf machen? Ja, ein Bettbezug. Ich hatte schon einen Kissenbezug drauf. Leg dich mal drauf. So. Und? Und du kannst auch so drauf schlafen. Also so. Aber ist es nicht so zu hoch? Naja, eben. Das soll es ja sein, damit du gerade Wirbelsäule hast oder so. Also von der Seite fühlt sich das bequem an. Es ist schon auch okay, aber es ist nicht flauschig weich, sondern eher hart. Also ich habe gestern schon meinem Freund die ganze Zeit, ich schlafe auf Steinen. Und dann habe ich es weggeschmissen. Achso, das letzte blende ich euch hiermit ein. Genau, das ist mein Weihnachtsstern. Der hängt nämlich schon und deswegen kann ich ihn jetzt nicht zeigen. Der hängt in der Ecke und ist echt schön. Und der war richtig billig. Der Stern hat nur 4 Euro gekostet und die Glühbirne dazu 5 Euro. Ist auch geil, dass die Birne mehr kostet als die Sterne. Ja. Ja, aber den finde ich teuer. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Genau. Und? Und viel Spaß beim Dekorieren. Genau. Ciao.